Hallo, schönen guten Abend. Wir sitzen hier in der Westend-Klausel zu Beginn der Rückrunde der zweiten Fußball-Bundesliga. Ich sitze hier mit Ossi und Alice nach dem Spiel von Hertha BSC bei Rot-Weiß Oberhausen. Hör mal, Ossi, wie beurteilst du die Leistung von unserem Club heute? Ja, bin beglückt, bin ich ja. Also, weil jetzt doch mal das Glück hier zurückgekommen ist. Da. Also, ja. Ich habe mich gefreut, Dana, also, dass die Kanzlerin hat angerufen, habe ich aus gut informierten Kreisen gehört und jetzt mal dir Bescheid gegeben, dass das ja jetzt hier um die Hauptstadt geht. War. Und na, der Torwart hat dann auch gleich die Botschaft ist angekommen und der Torwart hat über den Ball getreten, war, und wir konnten das Spiel wenden, weil das ist hier nicht irgendein Fußballspiel, weil das ist eigentlich eine nationale Aufgabe. Wa? Der Hertha BSC gehört in die erste Liga und deswegen na, ist das Spiel jetzt auch ausgegangen. Wunderbar. Alice, deine Meinung zu unserer Leistung heute? Ich fand, dass der Schiedsrichter zwei katastrophale Entscheidungen getroffen hat. Das erste Tor für Oberhausen war kein Elfmeter. Das dritte Tor für Hertha BSC war nach meiner Meinung auch kein Elfmeter. Und ich fand das außergewöhnlich, dass ein mittelmäßiges Spiel so aufgewertet worden ist von einem Schiedsrichter. Und wir haben natürlich hochverdient gewonnen. Hochverdient, die allgemeine Meinung. Schade ist ja, dass gerade am ganzen Wochenende, auch in der ersten Liga, wirklich häufig Spiele durch falsche Schiedsrichterentscheidungen entschieden werden. Was sagst du dazu? Der erste Elfmeter war ja eigentlich gar kein Elfmeter, denn es war ja ein ganz klares Abseits vorher, dass überhaupt solche Diskussionen aufkommen. Also die Schiedsrichter werden ja immer gefordert in ihren Schulungen und ich muss ganz ehrlicherweise sagen, wir als Berliner, wir als Herthaner, wir fühlen uns eigentlich in eine Ecke gedrängt. 1977 sind wir ganz klar betrogen worden. Ich hole jetzt mal ganz weit aus, vor fast 40 Jahren, aber ich muss ganz ehrlicherweise sagen, diese Entscheidung gegen Augsburg, wo wir ganz klar die bessere Mannschaft gewesen sind und ganz klar heute die bessere Mannschaft gewesen sind. Oberhausen hätte mit Sicherheit kein Tor geschossen, wenn der Schiedsrichter uns Oberhausen diesen Elfmeter gegeben hat. Okay. Für die jüngeren Zuschauer sei noch kurz angemerkt, 1977 höchstwahrscheinlich das Pokalfinale gegen den 1. FC Köln gemeint, im Düsseldorfer Rheinstadion seinerzeit. Nee, in Hannover Niedersachsenstadion. Ich gehe zwar erst auf die 30 zu, aber ich war Ossi weiß Bescheid. Es gab ein Wiederholungsspiel zwei Tage später, ja, also wir waren vor Ort. Ja. Okay, Ossi, ganz kurz deine Meinung noch zu der Schiedsrichterleistung am heutigen Abend. Hat die wirklich das Spiel entschieden? Ja gut, im Nachgang ist man natürlich, da sieht man nicht mit einer gewissen Gelassenheit, aber Ellis hat schon recht, na, also nach dem Elfmeter dachte ich auch, da, also man hat manchmal das Gefühl, dass da irgendwie mischt und na, man Angst hat, dass sie wieder aufsteigen oder so. Also wie er schon sagte, Augsburg war schon schlimm na, und na, heute wieder und man hat ja mal noch die na, letzte Saison im Hinterkopf, da die Rückrunde speziell da, na, das gerade René sagt, was uns da alle so ergangen ist, da hier aufgrund der Schiedsrichterleistung und da hadert man schon mit dem Schicksal da. Und ich bin der Meinung, man müsste da vielleicht doch auch mal jetzt diese technischen Möglichkeiten, die man hat mittlerweile, da doch hier mehr einbeziehen, weil es da um so viel geht. Guter Stichpunkt. Alice, was muss Hertha BSC im nächsten Heimspiel gegen Fortuna Düsseldorf besser machen als heute, um diese fragwürdigen Schiedsrichterentscheidungen gar nicht erst spielentscheidend machen zu lassen? Also erstmal gegen Fortuna Düsseldorf kommen 50.000 Zuschauer, weil die Düsseldorfer unglaublich gute Fans haben. Sehr, sehr viele Freunde von mir sind Düsseldorfer Anhänger. Das ist die eine Geschichte. Die zweite Geschichte ist, was wir besser machen müssen. Wir müssen zielstrebiger nach vorne spielen. Aus Mittelfeld kam heute zu wenig. Der Druck war zu wenig da. Nur das Laufen und das Hasseln, wie der Pierre Lasogga gemacht hat, das reicht nicht aus. Ein Ramos muss viel, viel besser spielen. Ein Ronny muss viel, viel besser spielen. Raphael hat nicht so gut gespielt. Und ein Bukavica, den hat man gar nicht gesehen. Aus Mittelfeld muss ein ganz anderer Schub kommen. Und ich bin da fest davon überzeugt, dass wir mit dieser Unterstützung von fast 50.000 Zuschauern das Spiel gegen Düsseldorf gewinnen werden. Dein Tipp? Wir gewinnen sicher 2-0.
Ossi, dein Tipp gegen Düsseldorf? 50.000 fast, ja, wir werden gewinnen gegen Düsseldorf. Wie hoch? 3-1 hatten wir jetzt schon, nee, dann denke ich mal. Nee, es wird nicht jetzt spielen, 2-1, aber es passt schon. Und na, wir werden dann hinterher auch für alle Freunde Altbier ausschenken, ja, damit wir dann alle was zu feiern haben. Und na, wie gesagt, okay, wir müssen die Sache hier dann da über die, genau, Dinge stellen. Naja, also wie gesagt, ist ja eine nationale Aufgabe, wie ich schon sagte. Okay. Also, muss ich auch Düsseldorf da ein Schicksal finden. Ich danke euch beiden für dieses schöne Interview nach dem Spiel. Optimistischerweise mein Tipp gegen Düsseldorf 4-0. Und wir sind Oberhaus, Leute. Wir sagen Tschüss aus der Raucherkneipe Westend Klause. Bis zum nächsten Samstag. Ja, ist kein Nebel, ist eine Raucherkneipe.